Ja, moin, willkommen zurück zu Ast Libra Revision. Letztes Mal haben wir uns durch dieses ellenlange Intro, ich will nicht sagen gequält, aber ein bisschen übertrieben, sind wir ehrlich. Und dann haben wir irgendwie, wir sind jetzt 8 Jahre lang mit unserem Kret-Freund hier rumgelaufen, haben nach Menschen gesucht. Letztes Mal haben wir Gau getroffen, der uns aber irgendwie angelogen hat oder irgendwie doch nicht da war. Und jetzt haben wir hier ein Dorf gefunden. Gucken, was hier so geht. Check. Oh. Okay. Was auch immer das war. Ich gebe uns nochmal Schaden. Nee. Oh, ich kann... ich kann hier neu verteilen. Oh. Okay. Und es kostet nichts. Bei diesen blauen Dingern kann man Attribute neu verteilen. Okay. I see. Ah, oh, meine Nase juckt immer noch wie wild. Hallo. Suchst du auch die Scales Schuppen? Glaube ich. Ja. Verstehe. Cave, die Libra Höhle ist hinter dem Dorf. Okay. Scheint, sucht hier irgendwelche Schuppen. Hallo. Oho. Du glaubst an die Legende der Schuppen, oder? Ich habe hier mein ganzes Leben gelebt. Niemand hat sie jemals gefunden. Okay. Aha. Moin. Willkommen. Okay, hier können wir Sachen kaufen. Wir haben 7 Coins. Ich glaube, ich kaufe nichts, weil... Aber warte mal, doch. Leder. Ich glaube... Ja. Komm, 5. Ich hab doch 5. Select the materials required for production. Wir brauchen Materialien. Hä? Ach, da in der Mitte. Oh. Okay, wir brauchen irgendeinen Stein oder so. Okay, man braucht also Zeug. Oh nein. Ja. Man braucht Zeug und Geld. If it's simple information about materials that you have after a king guild. Okay, wir geben uns Informationen über welche Materialien. Wir brauchen Coins und, also Geld und Materialien, ja. Magie-Materialien, das, oder magische Materialien, die Dämonen droppen. Oder, und Erz, was wir aus Minen kriegen. Okay, da können wir halt mit einer Pickaxe. Pickaxes are sold in tool shops, okay. Was ist Pickaxe auf Deutsch? Weiß es nicht. Pickaxes gehen kaputt, also braucht man viele davon. Oh. Ich habe so eine Angst, dass das Spiel auf Grind rausläuft. Aber gucken wir mal. Willkommen, Tools, ah ja, Torch, okay. Aber sie hat keine Torch mehr, geil, okay. Aber hier können wir Zeug kaufen, alles klar. Copper Chest Key. Hast du keine Pickaxe. Oh. 5 Copper Chest Keys. In einer Copper Chest oder in einer Chest, okay? Moin. Ah, hier ist die Taverne. Bist du hier neu? Wenn du tief in die Höhle gehst, bereitest du dich lieber gut vor. Nicht nur Dämonen da, auch Fallen, okay? Wenn du mehr als die Hälfte deiner Erholungs-Items benutzt hast, hau ab. Okay, danke.
Okay. Okay, Mining-Punkte, also wo man abbauen kann, wenn wir speichern, werden die refreshed. Ich hab verloren. Ich bin bekannt als der schöne Schwertkämpfer hier. Dieses Gesicht, wer bist du? Seeing as you defeated me. What? Hä? Ich gebe dir ein paar Tipps. Seen Target Marks. Hast du Zielscheiben gesehen? Ah ja, doch, haben wir schon. Wenn du sie mit einem Fernangriff triffst, kriegt man eine Treasure Chest, okay. Und da gibt's auch noch, es gibt auch Markierungen, die im Boden sind. Okay. Okay, weird. Willkommen. Oh, du bist es. Du bist ein Augenöffner. Was? Hä? Lass mich dir einen Tipp geben. Es geht darum, wie man seine Waffe beherrscht. Es gibt verschiedene Wege, eine Waffe zu benutzen, oder? Ja. Je nachdem, wie du eine Waffe benutzt, kannst du die Schwünge ändern. Ah, eine schwere Waffe ist immer noch schwer, auch wenn du sie schnell benutzt. Aber eine schwere Waffe hat größere Kraft. Das macht es einfacher, durch Defensiven zu brechen. Okay. Sie sind zwar schwerer zu schwingen, aber wir sollen nicht zögern, sie zu benutzen. Sie haben ihre Vorteile. Eine Waffe, die leicht zu schwingen ist, kann viele Treffer verursachen. Du wirst schneller und schneller, wenn du deinen Speed verstärkst, deine Geschwindigkeit. Aber es ist auch schwerer, einfacher, Fehler zu machen und deine Combo zu verkacken. Es ist schwerer, die gegnerische Defense zu brechen. Aber du kriegst mehr Treffer, also dir gelingen mehr Treffer und du bist freier in deiner Bewegung. Vor- und Nachteile für alles, okay? Okay. Aber wie kann ich denn eine Waffe anders schwingen? Es gibt nur einen Angriffsbutton. Keine Ahnung. Was ist mit dir? Bla bla bla. Okay. Wir sollen einfach in die Cave, glaube ich. Pecora Drops. Pecochira Drops. Was machen die? Can we use return immediately to the village? Ah. Okay, you can use it as many times as you want. Ah, wir können die einfach benutzen, um zum Dorf zurückzukommen. Cave of Libra. Okay, jetzt sollen wir einfach in der Höhle hier runter und dann wieder raus irgendwann? Okay. Magical Crystals. Warte mal, ist das... Ah, yo. Geil. Okay. Warte. Geh da nicht rein ohne... Geh da nicht ohne Vorbereitung rein, du Idiot. Das ist mehr als ein Dämon erwartet uns da. Geh nicht weiter ohne Licht. Du willst nicht sterben, oder? Wir gehen zurück. Okay. Ja, aber die hatten doch kein Licht. Was ist hier? Hier ist nur die Truhe. Okay. Also,
Ja. Hast du jetzt irgendwas? We are out of torches. Ja, die haben keine Torches. Hä? Was soll ich machen? Bam, bam, bam. Aua. Jemand kann die Bäume kaputt machen. Was ist das? Mehl haben wir bekommen, natürlich. Aus Bäumen. Bam. Okay. Ah. Okay. Mining Point. Okay. Ich, hä? Ich hab doch Pickaxes bekommen. Hier. Ah, okay. Ah. Okay. What the hell? Ich glaube, wir mussten hier lang, ja. Oh, da ist ein dicker Chonker. Oh boy. Komm her, du Lappen. Nein, ouch. Okay. Bam. Mehr Attacke. Mehr Schaden erstmal. Ja, hier ist wieder das. Da brauchen wir eine Fernkampfwaffe. Da ist noch ein Mining Point. Okay. Au. Aua. Jawohl. Okay, wieder Mehl bekommen. Die Kombos sind aber weird. Kann irgendwie nicht. Kann nicht blocken. Hä? Okay, keine Ahnung. Ah, okay. Da sind die Beeren. Ey, ey! Aua. Erinnert mich an Elden Ring, diese Pflanzen. Wer Elden Ring gespielt hat, weiß, was ich meine. Butter. Key Mold A. Okay. Alter, Hilfe! Ich muss weg. Ah! Okay. So. Komm her! Jawohl! Okay. Ja. Tü-tü. Alter, die... Okay. So, wenn wir ihn haben, dann... Ah. Steigen wir im Level auf, oder? Jawohl.
Noch mehr Schaden. Jawohl. Oh Gott. Peng. Okay. Check. Ah, da braucht man Schlüssel für. Throwing Knives. Ich kann nicht ausweichen oder blocken oder so. Die treffen mich einfach mal irgendwann. Noch eine Pickaxe. So. Ah, ja, oh, da ist eine Blume. Okay, tschüss. Was ist jetzt hier? Das ist der komplette Anfang. Hier hat das Spiel angefangen, also nach dem langen Intro. Aber wie kriege ich denn jetzt was, also wie Licht? Hä? Okay, ich werde jetzt natürlich nicht nochmal alle killen. Ich glaube, ich habe so eine Angst, dass es jetzt schon losgeht mit dem Grinden. Ich sag's euch, wenn es nur um Grinden geht, dann ist das Spiel nichts für mich, oder? Hilfe! Nein! Nein! Da muss man rüber dashen, das habe ich nicht gemacht. Okay, Alter. Okay, das geht aber schnell. Lass mich in Ruhe! Okay, man kann irgendwie sprinten und dann musste man dann nicht rüber dashen. Okay. Warte mal. Hier ist, glaube ich, das. Dieses Ziel in der Luft, ne? Das können wir jetzt abwerfen. Ja. Mit Wurfmessern. Peng. Ja, Junge. Peng, peng, peng. Ja. Eine Truhe. Keymold A immer noch. Da. Dann möchte ich gerne das hier. So. Ist noch nicht, wie die jetzt geworfen werden. Really? Okay. Voll weird, wie man die aktiviert. Esoteric Scroll of the Sky Sword. You master the Esoteric Sky Sword. About Sky Sword. Okay, ich kann nicht zurück, okay. Throw the weapon to attack distant enemies. Ja. Geil. Ich weiß nicht. Konnte ja nicht sehen, was das war. Was da stand. Toll. Steht es hier? Abnormal State. Kiss. Bla. Nö. Upward Attack, Normal Attack. Magics. Keine Ahnung, wie das. Was das jetzt war. Keine Ahnung. Wir werden es nie wissen. Ne, wir haben kein Dings mehr. Dann hier lang nochmal. Peng. Und
oben, aha. Da oben ist noch eine Markierung für Fernkampf. Können wir Pfeile einfach benutzen? Jo, okay. Aber... Nö. Hä? Oh! Ah! Das ist das, was wir, glaube ich, gerade bekommen haben. Wenn ich gedrückt halte, dann lädt er so einen Angriff auf hier. Und dann kann er sie so werfen. Okay. Durch Zufall. Rausgefunden. Und der hier Lappen. Geilo. Bam. Bam. Du müsstest hier wieder zum Dorf gehen, aber... hätte gerne eine Torch, Mädel. Ja, hä? When used, resets all character ability values. Hä, kann ich das nicht einfach so resetten? Wooden Ring. Okay, wir können ja wenigstens den Ring uns holen. Aber sonst... Hä? Okay, für mehr Agilität. Hast du noch irgendwas? Club Stone Dagger. Er ist halt super schnell. Bone Sword können wir nicht. Komm, ich hol mir mal den Stone Dagger. Okay. Schild können wir nicht. Aha. Leather Garment. Ja. Leather Shield könnten wir. Wir haben aber jetzt kein Holz mehr. Okay, hier. Geilo. Das Messer, bitte. Okay. Aber... Nee, ich hätte gerne... Warte mal. Müsste der Baum resettet sein, oder? Nee. Jetzt? Ah. Vielleicht kriegen wir da noch ein Holz raus. Okay. Nicht. Muss man speichern und dann irgendwo anders reingehen? Kann ich irgendwie... It's you, you're ready. Your real eye-opener will take your time. Hä? Was soll ich denn machen? Sollen wir da jetzt einfach trotzdem rein? Ich gehe jetzt einfach trotzdem rein. Nee, wir können da nicht rein. Ui. Ja, ich hab... Pff. Wie geht's weiter, hä? Die hat doch keine Fackeln. Was soll ich denn machen? Nur einen Baumstamm. Na.
Cave. Was ist, wenn ich hier? Nee. Geht's ja irgendwie hoch oder so? So noch irgendwas? Soll ich machen? Du hast halt keine Fackel. Du bist useless. Der Opa nochmal? Nee. Deine? Great Pain, der ist in Schmerzen. Warte mal. Okay, das muss man machen. Okay. Die Legende der Schuppen. Ich weiß nicht, wie die Legende startete. Sie sagen, dass Astraeas Schuppen irgendwie in einem Schrein sind, in einer Höhle hinter dem Dorf. Und die Legende besagt, dass die Schuppen die Kraft von Schicksal kontrollieren. Aber niemand hat es gesehen. Wie weiß jeder davon? Glaubst du den Geschichten? Ja, das ist richtig. Ich glaub's auch. Jeder, der das Dorf besucht, ist hinter der Legende her. Wir glauben es anscheinend nicht. Da ist noch eine Legende. Die besagt, es gibt ein Kraut, das irgendwie, das um die Schuppen herum wächst, das alles heilen kann. Mein Vater ist in die Höhle gegangen. Er würde die Krankheit meiner Schwester heilen. Das war vor einer Woche. Er wird jetzt vermisst. Die Höhle ist gefährlich. Die Legende ist nur ein Hoax, der erfunden wurde, um das Dorf zu promoten. Mein Vater glaubt dran. Hat dran geglaubt. Hä? Du wirst meinen Vater finden? Zu gefährlich. Kann keinen Fremden das, darum bitten. Danke. Bist die erste Person, die das jemals zu mir gesagt hat. Lass mich dir das hier geben. Hey! Ein Schild. Das Schild hat mein Vater gehört. Du gehst auch, wenn ich dich stoppen will, oder? Dann nimm es wenigstens mit. Okay. Holding unten 4 kann man Schildbash machen, okay? Okay. Okay. Du bist echt ein Softie, oder? Wir wissen nicht, wie gefährlich diese Höhle ist. Sollten wir nicht nach deinem Zuhause suchen? Wenn du gehen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Ich bin dir immer gefolgt, ich werde dir auch immer folgen. Chapter 1, Legend of Libra. Oh wow. Ich musste nur Nein zu ihr sagen. Hä? Ah, okay. Hier. Jo. Ja, ich würde sagen, das wär's mit der zweiten Folge. Ich hoffe, wir kriegen jetzt eine Fackel bei der, dass das irgendwie getriggert wurde dadurch. Ich schätze mal schon. Wir werden es in der nächsten Folge rausfinden und dann hoffentlich in die Hülle gehen. Ja? Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.